Ja, herzlich willkommen wieder bei den Silicons. Brats. Hi, Brett. In der Ja, Brett. jetzt bin ich an der Reihe. Schauen wir mal, was in dieser Folge passiert. Ob das mehr, ja, uns mehr in die Scheiße reitet oder. Was soll das? Ich dachte, wir folgen ihnen. Wir Gehen müssen wir einfach mal Rückstand los. halten. So können wir sie überholen. Hoffentlich ist das schneller. Du solltest nicht trinken, wenn du Ich mach das. Und los geht's. Wenigstens ist Julia noch mit da. Komm Und schon. Conrad. Ja. Den erwähnen wir nicht. Was soll das mit der Kapelle? Oh, großer Gott, warum muss Internes ich dir Memo das an die erzählen? Crew. Bereich 7C wurde für die Dauer der Überfahrt als temporäre Kapelle eingerichtet. Von der Crew wird ruhiges und respektvolles Verhalten in diesem Bereich erwartet. Okay, das ist wichtig. Klar, seien wir respektvoll. Ich hätte gerne eine Pistole. Natürlich. Allerdings, wenn ich eine finde, heißt das, ich werde sie wahrscheinlich auch brauchen. Ja. Na gut, das hat jetzt mit den Halos schon angefangen. Vielleicht geht es bei dir jetzt weiter. Bin mal gespannt, was Was du dann siehst. war das? Das ist nicht lustig. Ein Eisberg. Oh! Da hinten? Hier ist der Konrad. Achso. Ja, selbst Angst hat vor sich. Ja. Und ich warte immer auf die Ratten, die rausspringen. Wie sie immer auf alle wartet. Oh Sehr Gott. schön. Das ist ganz schön nervös. Ruhig. Nein, hey, ich schaff das, ich schaff das. Ich versuch mich zu retten. Die Untoten, wie sie wandeln. Das Schiff ist jetzt hier 50, 60 Jahre rumgeschippert, also ich glaube nicht, dass es jetzt heute untergehen wird. Unwahrscheinlich. Warte mal, hier waren wir schon. Ich glaube nicht. Wann waren wir denn ich bitte hier? Hier waren wir schon, Alex. Wann Hast du denn? uns im Kreis geführt? Kommt schon, Leute, wir müssen weiter. Hey, warum? Oh, wir waren. Wir waren doch. Fängt hier an, jetzt schon hier einen auf Hallo zu machen? Oh! Oh nein. Stecke ich es jetzt ein, oder? Nein. Hey, Vorsicht damit! Wir sollten jetzt keinen Blödsinn machen. Nettes Messer. Könnte ein schönes Mitbringsel für meine Angreifer werden, wenn du verstehst. Du! Du! Du hältst die Klappe. Ja, ich nehm schon. Man weiß ja nie. Vielleicht brauchen wir es. Starker Mann, zeig's uns. Aggressiv! Ja, keine Ahnung. Also so Pazifismus. Lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und keins haben, oder? Ja, das Eine ist sehr schöne Weisheit. Wäre ja schön dumm. Was ist das? Danke, du kannst das aufmachen. Du kannst mal schauen, ob da irgendwas zu finden ist. Oder gibt es ja. was zum Essen, aber pass auf, das Scheiße! Alex? Gerob. Was ist denn? Nix. Gar nichts. Das willst du nicht wissen. Was soll das heißen? Warum sagst du es Das nicht? Sah recht frisch aus. Ja, lass offen. Ich soll es nicht sagen. Offen. Ja, im Topf ist noch was. Ja, haha. Und noch eine Ratte, mach die breit. Ja, das liegt schon hinter drin. Soupe du jour, mademoiselle. Als ob du dich in der Küche auskennst. Baby, als ob du Französisch wenn kannst. Wir zusammen wohnen, werde ich dein ganz persönlicher Chefkoch. Ja, das kriege ich besser als das. Was glaubst du? Ja. Überall schon dieser Nebel. Das ist also am Boden. Untotennebel. Ja. Ach so, ist nicht von diesen einen Dingen der Nebel ausgegangen? Ja, von diesen Särgen mit den Totenköpfen drauf. Die müssen wir wahrscheinlich über Bord werfen. Geht hier noch irgendwas? Oh, steht hinten mehr? Das ist wieder Konrad. Oh, okay, was ist das denn? Das ist kranke Paranoia. Ich glaube, wir müssen hier wohl durch. Wir sind hier zu dritt. Er steht auch immer so ganz komisch im Hintergrund. Ja, hier ist sowas. Ja, da hinten ist ein Foto. Okay, ja. Ja, ist ja kaum zu besuchen. Krank leuchtet's.
Meine Vorahnung. Oh. Bitte nicht mich wieder. Oh, bitte nichts Gefährliches. Ja, das kann man nie daraus schließen. Das ist es. Mhm. Und acht. Ich schon wieder! Nein. Jemand hat mich abgestochen. Die werden dir das Messer abnehmen und mich abstechen. Geh, Vater. Oder du stimmst ihn. Warte, wenn's nicht abstechen. Ja. Warte, nicht abstechen, warte. Nicht abstechen. So habe ich es genommen. Wenn du hast den Messer benutzt, benutzt es mal nicht. Weil vielleicht ist es dein Bro und du weißt nicht, dass es dein Bro ist. Ah, ja, vielleicht so ums Eck. Ja. Du brauchst Reflex. Ja, genau. Ja. Was? Was? Irgendetwas ist mit uns hier drin. Hast du. Warte, wenn ich jetzt irgendwie mich verstecken muss, nicht durch. Gehört? Oh, oh. Und zack, das Messer zuckt. Okay, dann sollten wir weiter. Ich habe irgendwas gesehen. Es hat sich in den Schatten bewegt. Es beginnt. Nee, manchmal ist es besser, nichts zu sagen. Nee, überhaupt nicht. Okay, haben wir das auch geklärt. Man kann nur spekulieren. Vielleicht ist er halt auch... Vielleicht. Man will hier keine Panik verbreiten. Okay, genau. Wir sind hier ganz sicher. Wir laufen hier im Kreis. Was willst du jetzt tun? Umdrehen? Hier sind wir schon gewesen. Bleib cool, Jack. Wir haben nicht viele Optionen. Wir müssen hier... Nee. LB, links. Okay, nein, da mach ich mich mit. Was ist da? Oh, jetzt sind wir hier mit dem... Serge und scheiß Kapell. Nicht mein Ding, weißt du? Hast recht, es ist eklig und krass. Wir müssen ganz schnell hier raus. Und wir müssen Fliss finden. Okay, gut, können wir dann die Fliege machen? Ja. Oh, die steigen doch gleich aus dem Serge raus. Was ist das? Ja, untersuch die Serge. Ja, natürlich. Vielleicht findest du was. Mhm. Tot. Ja. Hey, der hier hat einen Namen. Was machen die eigentlich hier? Ich glaube, für ewig auf einem Geisterschiff festzuhängen, ist ein blöder Plan. Halt doch die Klappe. Mich interessiert, wer die sind und was sie hier tun. Die sind tot und wir nicht. Und das soll auch so bleiben. Ja, dein Wort in Gottes Namen. Oder Brian. Oh, noch die bereit. Gute Idee. Das ist... Okay, eins. Guck mal. Das ist verrückt. Ist das ein Mensch? Also, war das mal ein Mensch? Was zur Hölle ist hier los? Das ist echt mieses Mojo, Alter. Okay, weg hier. Sofort. Weg, weg, weg. Keine Panik. Es hat noch nie in irgendeiner Film... Schauen wir mal die Beziehung an zu ihr. Julia ist gestiegen. Das sind ja ganz schön schwere Schlösser. Nein, dann machen wir nichts auf, mein Freund. Warum sind da Ketten und Schlösser? Tja, so kann man eine Beziehung auch beenden. Ja, Konrad, immer ein Schlaganspruch drauf. Sieh mal der hier. Wie für ein Kind. Will ich nicht wissen. Hauen wir ab. Ja. Vielleicht ist das Baby Dracula. Und ich glaube, da hat die Situation nicht ganz verstanden. Der Welt hat nur Angst und überspielt es mit so höchstwahrscheinlichen Sprüchen. Da hinten blinkt es. Es ist nicht zu übersehen. Und mach den Vorhang auf. Ab zum Beichtstuhl. Was ist los? Psst. Da steht doch gleich was. Ja. Und sie. Was ist? Da! Was? Ernsthaft? Willst du mich ausflippen sehen? Ah. Können wir einfach hier weg? Na toll. Ach, das hattest du der Alex so in den Kopf gesehen. Ja, so wie ja der eine Typ ja auch das Kind nur er gesehen hat. Es beginnt. Was ist da? War da noch was? Ich glaube nicht. Was auch immer beginnt. Was auch immer beginnt. Es beginnt. Können wir jetzt nicht zu Brad überleiten? Können wir uns beeilen? Ich hab genug gesehen. Alles klar. Wir müssen flissen. Die Zeit wird knapp. Gut, schön, dass wir hier raus sind. Was macht denn so ein Geräusch? Welches? Spinnt Anna. Die hört ja gar nichts und sieht nichts. Warum so blitzeblank? Aber sagt das, wenn der Küche... Oh, das ist aber nicht normal, oder? Mist!
Jetzt ist nicht die Zeit für doofe Spielchen. Jetzt, weil ich den Sarg geöffnet habe, sehe ich diese Doppelkopf-Dinger. Wahrscheinlich vor dem, was du Angst hast oder so irgendwie. Mhm. Ja. Was ist das denn? Nein, lass das! Das ist doch eklig! Vielleicht sollten wir manche Sachen auch nicht anfassen und untersuchen. Doch, das geht. Oh, anscheinend. Ja. Vielleicht siehst du gerade das einfach nur so normal. Ich glaube, die anderen sehen es halt noch so abgespackt, so kaputt. Und du siehst es jetzt so normal. Conrad? Vielleicht mal Luft schnappen. Conrad! Julia sieht halt nichts. Was ist denn das? Also die Küche, wir waren hier schon mal. Ja, wir sehen sie also teilweise immer so halb lebendig noch. Boah, da hinten, der hat auch keinen Bock. Das hat sich ausgebockt. Was zur Hölle? Ist der vor Angst krepiert? Echt gruselig. Sieht so aus. Okay. Das muss doch stinken. Autopsie. Okay, der Typ hatte eine Appendizitis. Das ist ziemlich normal. Und dann starb er an einem fetten Herzinfarkt. Das ist gar nicht so normal. Nice, dass ich so ein Arzt bin. Du bist doch Medizin. Ja, eben. Stimmt halt echt. Wie schaut's denn nicht da aus? Ah ja, okay. Der Zoom gerade war komisch. Mhm. Hier ist alles komisch. Wo ist denn Konrad? Conny? Danke! Conny! Lass ihn zurück. Ja. Conny, wo zum Teufel bist du? Weiß wie ich war raus. Oh, Quick Time. Das ist ein bisschen auf. Fuck. Wo ist Conrad? Er ist bestimmt vorgelaufen. Aber Conny? Wer würde jetzt hier alleine rumlaufen? Schrei halt! Schrei halt! Jetzt weißt du, dass du zwei Leute umbringen musst. Mhm. Oh, Olsen! Oder halt mein Bro! Das changed jetzt. Changed. Oh nein, das war eine äußerst kurze Szene, aber ich übergebe weiter zu Andi. Ich bin mit dem Andi unterwegs. Leute, ich hab halt echt. Ja, nein, ich hab dich die ganze Zeit. Okay. Ich versuche keine Kacke zu machen, Vadim. Ich trau dir nicht mehr. Wen spielst du jetzt? Flip. Das ist so oft, wie du willst. Wohin bringst du mich? Du glaubst, das sag ich dir? Er hat doch selber keine Ahnung, wo der hinläuft. Aber Bibi hatte wieder so gar keine Quick Events. Hm. Ist okay, ist okay. Ich hoffe, die fängt jetzt nicht auch das Spacken an. Sag mir, wo wir hingehen, verdammt! Das kommt auf deine Entscheidungen. Ja, wann hat es beim PB eigentlich gestartet? Schon vor dem Sarg, oder? Oder erst nachdem du ihn aufgemacht hast? Nachdem ich ihn aufgemacht habe. Da leuchtet irgendwo was. Ah, da hinten. Hallo? Ah, ich musste noch vor. Entschuldigung. Der hat der Knarre, ja, entschuldige dich lieber. Hey! Zeug! Finger weg! Auch wegen auffällig, oder? Wo bist du eigentlich, du? Ach, du bist vor mir. Sei bereit. Bereit für was? Auszuschalten. Oh, ich bin zwischen aggressiven Leuten unterwegs. Aber hier waren wir doch schon mal. Jetzt schiebst du auch Helios. Jetzt drehe ich auch schon. Wir waren da doch in keinem Raum zweimal. Stopp. Oder der dreht durch. Das wäre blöd, er hat die Knarre. Das ist gar nicht gut. Das ist jetzt gar nicht gut, wenn der dann das Ballern anfängt. Mhm. Deswegen mal schnell ausschalten, den Boy. Also wenn er versucht zu ballern, schön aus der Schlusslinie. Wenn er denkt, er sieht irgendwas. Okay, komm raus! Zeig dich! Ja,
Ja, der spackt schon. Verdammt! Das ist wie ein Sarg. Ein Grab. Mhm. Oh Gott, er wird sehr unruhig, der Kerl. Mhm. Sau. Dieser Kahn ist verflucht. Ja, ja. Ach was, Boy. Mhm. Schlauer ja. Kerl. Wo ist Mut? Ich hab schon alle Tasten falsch gedrückt. Okay. Ja. Sieh mal hier. Herr Medan. Mhm. Aha. Nee, Medan. Medan-Mütze, so heißt das. So heißt das Schiff. SS. Das ist auf jeden Fall ein SS. Name Medan wahrscheinlich. So fangen doch mal die Schiffe an. USS oder? War das für ein Geräusch? So, hast du es gehört? Geräusch? Ja. Die hat nichts gehört. Ich glaube, der ist durchgedreht. Hä? Entspannt euch mal. Ja, du bist ja nie. Musst ja auch immer so gefasst sein, die Taste zu drücken. Eben, du bist halt fokussiert und dann kommt so eine Kappe. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Der Typ. Der Typ ist bestimmt immer noch hier. Ich meine, du stirbst hier und dein Geist bleibt da. Ja. Ach was. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Warum warst du denn aggressiv? Schauen wir doch mal. Kommt gleich eine Ratte aus dem Mund. Was dem wohl passiert ist? Bei dem Gesicht? Keine Ahnung. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe keine Ahnung, was der Scheiß hier soll. Aber wir müssen weiter und Olson finden. Los! Schreien die Leute. So Olson! Merde! Qu'est-ce que tu fais? Ja! Du wirfst vor an die Kamerasicht. Das war ein deutscher Plan. Und da hängt ein Foto. Hey! Darf ich das Bild nochmal anschauen? Okay. Ich komme aber später noch vorbei. Oder die anderen. C'est quoi ce bordel? Der ist schon richtig tief drin. Machen Sachen. Irgendwas steht da, glaube ich, bei ihm. Okay, was war das jetzt? Ich weiß nicht. Er wird nochmal zurückschossen. Wir sind frei. Ja, ich glaube. Wenn ich mit dir unterwegs bin, bin ich nicht frei. Wir haben eine Taschenlampe und eine Mütze. Und es ist nicht Conrad. Jetzt können wir vielleicht das. Hey, was? Ja, warte, gute Idee. Komm schon, wir müssen weiter. War der Endstation? Rechts. Oder so rechts. Aber hier. Ja, schau es dir an. Aha. Zum Totenbeschwörer. Wo muss ich denn? Ist da vorne rechts, oder? Einfach ihm hinterher. Tolle Hilfe, Brad. Ich weiß nicht. Wir müssen einen Weg aufs Deck finden. Das kennen wir doch hier. Da waren wir schon. Da oben waren wir da, ne? Das sieht nicht gut aus. Das ist doch der Joey.
Was war das? Ich habe keinen Schimmer. Wir sind der Joey. Der Joey, Tutorial. Du. Oh. Ah! 80, 60 am Abend. Ach, der. Oh nein, da liegt er bestimmt hier. Ich höre doch, das ist ein Gewimmer. Hey, sei still. Was soll das? Das bin ich. Oh Mann! Was war hier los? Jetzt steht Joey wahrscheinlich drauf. Oh, das ist der Kumpel von uns, oder? Charles? Charles? Nee, der hieß anders, oder? Charlie. Charlie oder so. Charlie Christoph. Der hat kein Helm aufgehauen. Ich bin alleine! Ja! Oh, Scheiße. Viel Spaß. Es beginnt. Ah, es beginnt. Huch. Durchhalten, Jungs, durchhalten, Jungs. Wir sind so weit gekommen jetzt. Nehmen wir mal noch einen Mutschluck. Schauen wir mal. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab noch einen Charakter. Ich werde sterben. Dieses Fadenkreuz kommt mit dem linken Stick oder rechten? Der rechten Stick. Brauchst du was? Hey, bist das du sicher, du weißt, wo wir Chips hingehen? Warte kurz, hier mal. Fliss? Fliss? Das ist nicht da. Hallo? Das ist nicht da. Das geht schon, das geht schon. Liz! Wer liegt denn da? Weiblich? Ja. Eine Kugel. Oh, aber die irgendwie ging die nicht durch, oder? Mhm. Das heißt, die hat da was drunter. Eine magische Kugel. Du kannst drehen? Nein, nicht. Okay. Aber die ist auch gar nicht zerbeult, hä? Mhm. Komisch. Halt die jetzt mitgenommen. Toll. Alle Korridore sehen gleich aus. In der Tat. Nur Mut, Brad. Ich bin da voll drin, ich gehe hier rein. Hey! Ich glaube, das ist hey nicht. Das ist wo, nicht. Wo warst du? Das ist deine Vorstellung von ihr. Achte darauf. Vor allem, die ist ja halt nackig. Die sah so nett aus, vorhin. Nee. Ich hab doch so eine Jacke gehabt. Mhm. Nee. Weiß ich nicht. Ich muss raus. Hier war ich schon. Ich muss hier raus. Was ist denn mit dir? Wir laufen jetzt fünfmal im Kreis. Ja, ich hab die Pistolenkugel schon geschaut. Hat sie was verändert? Ich weiß nicht. Ich schau sie noch mal an. Steht da was drauf? Ja. Ja. Sehr seltsam. Bist du? Hi. Mhm. Ich glaube, du fängst mit den Halos an. Der Alex hat dir eine Kugel reingeschossen. Fliss, können wir gehen? Das ist nicht die Fliss. Ey, yo, Fliss. Ich spüre das. Jetzt kommt sie gleich wieder. Und jetzt gehst du wieder im Kreis, oder? Bist du absolut sicher, dass wir... Kommt denn der jetzt her? Ich schiebe richtige Helms. Geh einfach weiter. Ja. Oh, Scheiße. Wer ist das? Ist das Conrad? Nee. Was ist das jetzt? Bist du schon wieder hier? Ja. Ist das Joe? Ja. Hier geht down. Ja, ich schaue schon eher da aus. Die Halos. Ratchet. Was ist hier los? Das
Das warst du gar nicht. Halt. Halt, halt, halt. Was geht hier vor? Was ist mit der Psychoterror hier? Und? Hey, bist du sicher? Ja, bin ich. Ich rede mit meinem Schatten. Was? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was abgeht. Mhm. Ich bin gefangen in diesem... Du bist in so einem Limbus jetzt drin, so ein Loop. Ich bin in einem Mega-Loop. Was? Es gibt ja keine mehr. Und? Kugel. Dann Bro. Hm. Hi. Ja, hey. Schön, dass wir uns mal sehen. Ja, wieder vereint. Du das jetzt immer wieder oder? Ich weiß es nicht. Bist du gerade in so einem Loop und musst was anders machen? Ja, er kann ja nicht viel anders machen. Nee, aber jetzt bin ich woanders. Bin ich jetzt auf der anderen Seite? Hallo? Alex? Du kommst mir noch. Warum hast du mich umgebracht? Das? Wo sind wir hier? Bin ich hier schon? Sagt mir jetzt nichts, der Raum. Nee, mir auch nicht. Rettungswesten. Wer ist da? Verschwinde! Das will ich nicht wissen, genau. Ich glaube, du bist in der Sackgasse, oder? Ich bin gefühlt überall in der Sackgasse. Ja, kannst du da den Dingbezug nehmen, ja. Da ist Wasser, oder? Hm? Da ist ja Wasser. Sieht so aus, wie als wären da Boote warten können. Skelette. Skelette? Wo ist eure Haut? Wo ist die ganze Haut? Ist doch Haut, oder sehe ich das nicht? Hier sein. Ich sollte das nicht sehen. Ekelhaft. Er sieht doch jetzt was anderes, als wir es sehen, oder? Er ist doch Haut. Ja, so Fetzen noch, ja. Ich weiß es nicht. Ich will das da unten. Drehen. Ich glaube, es soll da unten ist sein. Die Tür. Da unten ist doch gar nichts. Oh, okay, jetzt fängst du auch schon. da vorne. Junge. Nimm mich mit. Ach, da waren wir vorhin. Sicher? Ich durfte doch das nicht mitnehmen. Das sieht doch ganz anders aus. Das war doch woanders. Das war doch ganz woanders. Okay. Ja, der schiebt die dahin. Vielleicht gibt es ja noch einen zweiten Schraubenschlüssel. Okay, du hast eine Waffe. Da ist noch irgendwas. Mhm. Das ist der Zettel. Irgendeine Meinungsverschiedenheit. Mhm. Schädel einschlagen. Das ist wieder die Kapellennachricht. An ersten Offizier Fischer, Sir, Sie wollten über die Funksituation unterrichtet werden. Zu folgenden Zeiten haben wir versucht, Rufe abzusetzen. Ohne Erfolg. Aha, nachts, mitten in der Nacht. Bis zum 0140 konnten wir indirekten Funkverkehr empfangen. Seitdem herrscht jedoch absolute Funkstille. Möglicherweise ist unser Funkgerät defekt. Ich werde der Sache nachgehen und mich wahrscheinlich bis 3 Uhr wieder melden. Private Cooper. Ah ja. Und wann haben Sie es versucht? Halb zwei, ja, 2:50. Versucht abzusetzen. Okay, es ist 1 Stunde 10 Minuten lang Stille gewesen.
Ich hau alles nieder, egal ob es ihr seid. Es bleibt entspannt. Ja, wieso nicht? Alex? Julia? Oh Gott. Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Oh, der Typ wieder. Ich wollte was? Ja, hast du gesehen. Irgendwas habe ich gesehen. Was? Der Typ mit dem Hut war. Macht er keine, was? Die machen sich jetzt selber alle fertig. Oder hast du irgendwas Komisches gesehen? Ich mache dir den Controller sauber. Hat jemand noch eine saubere Hose? Nee. Okay. Fliss. Ich hab's verkackt, weil ich so überrascht war. Ja, ich habe immer Tausende. Da ist die richtige Fliss. Die hat genau dasselbe an. Nee, die hat ein blaues Oberteil. Jetzt hat sie oranges, ja. Ja, doch, doch. Jetzt bist du auch in diesem Korridor. Hey, bist du sicher, du weißt, wo es hingeht? Habt ihr das gesehen? Ja. Hey, bist du sicher, du weißt, wo es hingeht, Anni? Nee. Wieso? Es ist, als ob es jetzt in einer Zeitphase Unterschied sind. Ach, bist du das quasi? Ja, das ist er. Was geht hier vor sich? Deswegen hat er gerade gesagt, weißt du, wo es lang geht? Das war doch da, wo dann die falsche Liste erschienen ist. Ja, das läuft. Und da lag immer dieser Dude. Ja, da liegt jetzt wieder ein Dude. Also diese... Da liegt was ganz anderes. Die ist jetzt nicht mehr so heil, diese Kugel. Nee, die ist kaputt. Zeigt vielleicht auch noch, dass der geistige Zustand in Ordnung ist. Das ändert sich gleich. Sie muss keine Tür öffnen und... Ja, ich bekomme... Du hast... Oh Gott, guck da. Nein. Er ist im Tunnel. Wieso? Hilf mir! Nein, ich bin fake. Puh, dann scheiß selbst. Aber ich weiß deine Tat zu schätzen. Was in Gottes Namen ist das? Boah, hier schaut es viel zu gut aus. Mhm. Das kann nicht sein. Ich bin jetzt auch voll drin in der Psyche. Vor allem, weil da auch so Kerzen brennen. Ja. Genau. Aber ich habe noch nicht ganz durchgereiht, was das jetzt bedeutet halt. Also okay. was das jetzt ausmacht, dieses Zeug. Ich denke, dass halt jetzt das Phantom of the Opera kommt. Wollen wir reinschauen? Tschüss. Schau hin. Ja, ich schau hin. Ah ja, mir angenehm. Da ist dieser Leuchtturm. Mhm. Wohl war aus der Und warte Story. Mal, wie war die Geschichte? Die kam dann zurück und dann war es selber? Es geht um Zeitreise. Der war doch der Typ, der am Strand dann diese blutverschmierte Frau gesehen hat, die behauptet hat, dass oben ihre Eltern sind. Genau. Und er hat gesagt, es kann nicht sein, weil er seit Jahren oben in diesem Leuchtturm wohnt. Mhm. Und dann hat sie aber darauf bestanden, dann ist er mit ihr hoch und dann waren die mit der Axt zerstückelt doch da gelegen. Mhm. Und sie hat behauptet, es war der Ehemann, der in dem Schrank der noch da ist und im Schrank ist. Mhm. Hat den Schrank aufgemacht und der Typ hat die Kehle durchschnitten gehabt. Und war er selber dann, glaube ich. Und er war es selber, genau. Es hat schon irgendwas mit so... Das ist mit diesen Loops. Das hat so Zeitreisephänomene. Das gibt's ja auch. Also es wird ja sich manchmal so erzählt. Ja, natürlich. Ja, ja. Seltsam. So eine gute Nachtlektüre. Wir dürfen auch nicht den Totenbeschwörer vergessen. Mhm. Mhm. Sieht aus wie ein Totenbeschwörerbuch. Ich wollte gerade sagen. Yep. Beschwör mal krank die Lebenden. Schweigend mögen die Kabale sich versammeln. Aus 5 soll sie bestehen. 5 von reinem Geist und Körper. 3 weiblich und 2 männlich. Super, oh, alle von ihr sind gehüllt in Kapuzen.
Aber drei weiblich und zwei männlich passt ja nicht. Ah, stimmt. Ja, genau, vielleicht ist ja einer irgendwie, ne? Aber alle von erster Geburt, gehüllt in Kapuzensiegel. Erster Geburt. Wisset um die Bedeutung für den Magus und für das spirituelle Wohlergehen Jünger, das vor dem Fest von Akramahamaramahari Ritual von Treskeia abhalten müsst, um zu bannen mit der Macht der Kabale die Dämonen. Das Pentagramm nun zeichnen und an jedem der fünf Primärpunkte stehen. Eine Jungfer der See, ihre Sinne beraubt, soll in der Mitte des Pentagramms ruhen. Nun erhebe die Versammlung mit dem Schwert in der Hand voll in Brunst ihre Stimme zu der Anrufung des Soras, wie sie steht geschrieben. Wir fünf an jedem Ende stehen, doch können einander die Hände reichen. Pentagramm. Auf ewig die fünf Spitzen, Macht erfüllt, wendet euch um 90 Grad nach und zeichnet das Unicursus rufen. An fünf Spitzen wir glauben, das Schwert voran und proklamiert mit Fester, wir dienen. Wendet Grab nach und zeichnet Okuvernales Sigille, das heilige Symbol, nur in Ehrfurcht. Wendet euch nur nach Norden, rufe mit Überzeugung. Kapiert? Anleitung zu ungenau. Mhm. Nimm's mit. Okay. Zeichne es, haltet euch an den Händen und dreht euch 90 Grad. Ja, mehr habe ich nicht verstanden. Drehen so wie. Ja. Mehr will ich auch. Ist das Spiegel? Nicht wissen. Nope. Ah, ne, dann geht's weiter. Oh! Fußabdrücke. Blut. Frisches Blut. Vielleicht geht der Vorhang auf. Oh, noch mehr Blut. Das ist Pentagramm. Ein Pentagramm. Ein Brunnen, der. Das ist Pentagramm. Da unten rechts. Ein Brunnen, aus dem Blut fließt. Eine Jungfer. Okay. So gehe ich zum Brunnen. Da fließt. Schaut schon ziemlich bloody aus. Gut, soll ich hier nochmal abchecken? Check. Da oben das Bild, das 10 kann man auch noch anschauen, ne? Oh. Den Spieler? Oh, das ist nicht so komisch. Okay, alles cool, alles cool. Play something on the piano. Okay. Hier kannst du es nochmal anschauen. Wo? Da war das der Bruder. Dude. Ja, es sah so aus, als ob das Tisch. Ich glaube, wir würden uns auch noch. Bist du noch bei uns? Mhm. Auf die Bühne. Spiel uns was vor. Ich habe kein Musikinstrument dabei. Ich war in ein Theater. Habe ich keine Schule. Komm schon, Fliss, nicht den Kopf verlieren. Die Fliss halt schon durch, die ist ziemlich stable. Aber auch hinterher. Schalt bedienen. Machen. Ah, ist ein Aufzug. Nee, ist der Vorhang. Lass die Show beginnen, oder? Oh, so spiele mir das Theaterstück deines Todes. So ist denn der Einzug. Ach, ach, die Szene zuvor hat wohl gestimmt, oder was? Achso, es ist da vorne. Ja, ja, ja. So mache er auf. Boah, soll ich den aufmachen? Mhm. Du kannst auch gehen. Komm, ich bin zu neugierig. War so klar. Natürlich. Wollen wir nochmal reinschauen? Ja. Das ist bestimmt was anderes, aber die Kamera hat sich gedreht. Hallo! Hallo! Ach ja, jetzt kann ich das mehr. Gut, dass du nochmal geschaut hast. Vielleicht hat das was getriggert. Da links war noch was. Oh, kann man durchschauen. Natürlich. Da fließt Blut aus der Wende. Wenn die Blut absondert. Ach so. Na klar. Gute Wand. Das ist gute Wand. Das ist mir vorgestern auch passiert. Natürlich. Oh Gott, würde ich jetzt hier euer Jumpen. Schön Luft. Ich weiß nicht, aber das ist so cool. Es schaut kalt aus. Ja. Die Glühe ist eh schon vorhanden. Anspannung. Das hat sich geändert hier drin. Ja, Schatz. Ja.
Dazu wegen frische Luft gezogen und wahrscheinlich sind die Dämpfe so entwichen. Mhm. Das kann gut sein. Wieder dieser Intro-Typ. Ach, da bist du. Ach, boy. Brad. Ja, wir wissen ja nicht, ob wir echt sind. Hey, Brad. Was machst du? Was ist los? Fühlen uns an die frische Luft. Oh. Alter, Brady. Ja, hau zu, Brad. Weich aus. Was zum Teufel? Oder vielleicht siehst du mich anders. Ja, wird so sein. Der muss an die frische Luft. Ich muss ja raus. Oh, Julia. Wir beide. Julia. Ich bin halt überhaupt nicht fit mit den Knöpfen. Ich hatte eins und ich war überrascht. Ja, ich hatte alle eins und immer überrascht. Ist schon wieder zu lang her. Es geht auch so ziemlich schnell. Wer war das? Ich weiß es nicht. Ich habe Beine sahen nicht gut aus. Hey, Dad. Der Hammer. Und zack, genau. Genau, Dreck in die Wunde. Na komm. Schön genug. Nichts gemacht. Okay, ich habe ja die Atemluft des Todes. Wir sind schon wieder im Flugzeug. Du bist in diesem Flugzeug. Oh no. Wir sollten gar nicht hier sein. Okay, ich kann jetzt wahrscheinlich. Da ist unser Freund wieder. Und? Es ist? Ja, natürlich. Ich fliege dir jetzt über eine Leiche. Nimm mich nicht. Es kann nicht. Nein! Nein! Doch, doch, doch. Will das nicht musst nehmen. Du durchziehen. Ich will ihn aber nicht nehmen. Ist es deiner? Ihr macht die Äuglein auf. Tja, wem hilft jetzt? Der keinen Rennen kriegt. Kann ich nichts machen? Wir sind ja beide ins Wasser gefallen, das muss ja der sein. Oh fuck, Alter, ich bin mich selber um. Komm schon! Ja, alles geklappt. Ob eines der Olsen und ja, ja, genau, der genau. Aber wir waren ja beide im Wasser. Der gerade mich runtergedrückt hat, muss ja der Olsen gewesen sein, oder? Der bist du, der Olsen. Der hat ja ein Tattoo, der Olsen. Oder nicht? Doch. Ja, doch, oder? Ja, der hat ein Tattoo. Sagen, ja. Was? Bist du okay? Ja, okay. Ja. Das ist so ein dehnbarer Begriff. Danke. Das wär's gewesen. Wir müssen weg. Er ist noch da, dieser Typ. Was soll der aussehen? Wer war er denn noch? Was ist das? Oh Gott. Komm schon! Weg hier! Mach ich. Das ist eine Spannung. Ja. Wo bin ich? Ich brauche ein Handtuch. So eine Erleichterung, immer abzugehen. Vor allem mein Lieblingsboy, Alter. Komm.
Downraid. Den haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja, zu Recht. Ich brauche einen Beruhigungschip. 45. Geht schon vorbei. Ja, ich mache mal ein Stückchen. Und dann ein Bäuerchen. Und seid ihr da draußen auch schon wahnsinnig? Ich starte, okay? Lass die Zeit. Okay. Wenn du bereit bist. Alter, der Schweiß da drauf, Alter. Ja, hat zum Zweit, der ist Todes. Den wird es immer zerreißen. Ich war mit dem ganzen Piratenabenteuer. Drückst du auf ich so. Der war wahrscheinlich auch schon im Hegel die ganze Zeit. Ja. Deswegen ist er so weggerannt. Aber die angeheuerten Typen treiben es einfach zu weit. Ich weiß ja. Ihr wolltet nicht viel ausgeben, aber das. Man kriegt diese Typen, die nicht gerade die Besten sind. Und sie treiben es zu weit. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr also nicht loswerden sterben. Wollt, dann bin ich dabei. Ich meine, diese Typen sind verdammt irre. Die jagen uns durch ein Schiff. Und es geht los mit dem Schiff. Mehr Beruhigungschips. Ich muss die anderen finden. Irgendwas. Treibt Spielchen mit mir. Radio. Das ist doch genau dein Ding, Andi. So, wieder so eine Nachricht. Mann über Bord! Voller Stopp angewerfen, 028 hätte ich die Nachricht. Mann über Bord, Kommissionaleinheit und ihren Befehl und Reinseite suchen, Bergungsmission vor. Kein Unfall, ich habe ihn springen sehen. Okay, und. Okay. Ich hab noch ein kleines Hilfe. Ja, schon einige, aber die bringen uns halt nichts. Nö, aber vielleicht erzählen sie eine Geschichte. Das mit dem Sack war aber gerade interessant und den Ketten. Armee, die sind alle Offizier, Captain Ford hat den Befehl ausgegeben, dass der Konsum von Alkohol während des Reisestrengs verboten ist. Jeder Offizier, der oder außer Dienst Alkohol trinkt, erwartet das Kriegsgericht weihnachtlich ausgegeben. This war's over, this is bullshit. Mhm. Bullshit. Spielchen, Mann. Es treibt Spielchen. Ich muss die anderen finden. Was immer es ist. Es treibt Spielchen mit mir. Okay. Jo, Moment. Es nimmt Zustände an, die es nicht annehmen sollte. Jetzt kannst du es machen. Das ist entflucht. Die Kerze weg. Nicht mal wahr? Hier gibt's was zum Essen. Da ist noch was zum Anschauen. Wenn jemand wusste, was zum Teufel hier los war, dann war das wohl der Captain. Weiter zu uns. Der typische Schrank mit der Ratte. Natürlich. Schnaps. Leer. Und was kommt? Mit das Worten Taten folgen hat er es wohl nicht so. Sie treibt Spielchen mit dir. Das ist bestimmt diese Matrosin da, oder? Das ist ja eigentlich nur eine Einbildung, also.
setz dich lieber aufs Tapet. Ich muss mal kurz aufs Klo, Leute. Ja, ich muss nachsehen, was hinter der Tür ist, oder? Absolut. Oder doch nicht? Ich bin hinter mir. Ich muss. Tja, so Mist. Wie soll ich das verdammte Ding aufbrechen? Geh in den Raum zurück und erwarte sie dort. Noch nicht? Ein Kätzchen. Aufhalten, nicht so dumm. So. Ja. Oh, hier. Hat immerhin etwas Gewicht. Genug für die Tür. Schneller! Ah! Den Blickwinkel. Hi. Ja, das ist zu. Das ist zu. Ja. Sehr gut, Andi. Alter, jetzt kommen wir gleich. Das ist schön. Das wäre auch nicht traurig, wenn er drauf geht. Das geht so schnell hoch. Nur. Wieso muss ich denn immer diese Quicktimes machen? Nice. Weil du ein geiler Dumm bist. Das war bestimmt dumm. Das muss ich gleich erfahren. Das musst du gleich. Ich dachte, er erwischt die Lücke dazwischen. Nein, bitte nicht! Alter. Sehr gut, sehr gut. Bitte lach mich nicht an. Hat sich ein bisschen was, gell? Luft oder nicht? Nee. Was will sie denn? Die will ich so hart. Und die lassen doch einfach stehen. Aber jetzt ist sie gleich an der frischen Luft. Und frische Luft. Das interessiert die aber gar nicht. Nee. Kann er ihr nicht alle schmieren? Ja, mal richtig durchziehen, gell? So ein Haken ein. Alter, ja, komm Leute, das ist mein Ende. Ich verdrück mich safe jetzt. Oh, du musst entscheidend springen. Ja, also ciao, Conrad. Yeah.
Stell mich dir, Alte. Gib ihr. Komm schon, bitte. Ich bin, sieh mich an. Ich bin Fliss. Siehst du Fliss? Das war die ganze Zeit sie, oder? Ja. Verdammt, du hast mich zu Tode erschreckt. Okay. Das war heftig. So kann man es auch sagen. Aber bist du die Flüsse gerade noch hier hinterher gerannt? Alter. Ich will nicht, dass meine sterben, weil ich so schlecht bin in den Quick-Events. Warte. Ach so. Ja, wir sind jetzt bei 56, da würde ich sagen, oder? Schön, ja, oder? Schade. Schade, ja. Machen wir beim nächsten dann, oder? Nee. Was? Hey. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.